Wir haben jede Menge Gadgets mitgenommen zum großen Outdoor-Test, Digitalkameras, Actioncams und so weiter, um einfach mal zu sehen, wie bewähren sich solche Produkte auch tatsächlich im Alltag bzw. im Freizeiteinsatz und nicht nur im Testlabor. So technische Produkte einfach mal draußen zu testen, ist extrem wichtig, weil das ist halt das, wo sie eingesetzt werden. Also im Labor okay, in der Redaktion auch, klar, die harten Fakten braucht man. Aber so den Alltag mal mitzuerleben, das ist das, worauf es ankommt. Wir sind hier in den Boberger Dünen in Hamburg. Die eignen sich deshalb so besonders gut als Location, weil wir hier alles haben, was die Natur so hergibt. Wir haben Wiese, wir haben Sand, die Dünen da hinten. Wir haben teilweise auch ein bisschen Wasser, Bäume. Also eigentlich alles, womit so Outdoor-Geräte in Berührung kommen. Es gibt so ein paar Dinge, die man halt im Labor auch schwer testen kann. Wie funktioniert das WLAN draußen? Wie lassen sich Displays ablesen? Und ein Problem, was gerade dann auch, wenn man tatsächlich im Einsatz ist, immer auftaucht, ist ein Klassiker, der Akku. Ratzfatz ist der Akku leer und deswegen haben wir auch Powerbanks mitgenommen, also sprich mobile Ladegeräte. Und solche Dinge mal zu überprüfen, das muss man eigentlich draußen machen und nicht irgendwo in geschlossenen Räumen. Ja, mein Lieblingsprodukt war die GoPro, hier das günstigste Modell, mit dem Brustgeschirr. Ist halt total cool, man schnallt sich um und kann dann irgendwo in den Bäumen rumklettern, irgendwo runterspringen und das sitzt halt bombenfest und filmt alles, was man so in der Natur macht, total gut. So, mein Lieblingstool für heute ist hier dieser Gigaset G-Tag. Das ist eigentlich nichts anderes als ein GPS-Tracker, der zwar nicht selber trackt, sondern per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist und anhand der Signalstärke in der App anzeigt, wie weit dieses kleine Kästchen hier entfernt ist. Also das funktioniert ja mit Bluetooth auf ungefähr 10 Meter genau. Sollte ich den Schlüssel verlieren und das Signal abreißen, dann merkt sich die App den letzten Standort per GPS, wann sie quasi mit dem Schlüssel oder mit dem Anhänger verbunden war und gibt mir eine Benachrichtigung aus, wenn ich das möchte. Mein Highlight heute war der 4K-Camcorder von Sony. Das ist qualitativ nochmal eine ganz andere Liga als die Actioncams zum Beispiel, auch wenn eine GoPro auch 4K-Videos liefert. Aber das ist vom Detailreichtum, von der Farbtreue einfach eine ganz andere Hausnummer.